tonight I am the oldest man on the planet. Skin loose and soft, though my feet are filled with granite. Fing so mit kleinen Sachen an, halt, dass man irgendwie ein Handy braucht und dann war irgendwie was mal am Auto kaputt. Plötzlich reicht das Geld dann halt irgendwie nicht mehr, aber das dauert halt eine Weile, bis einem das dann halt auch so bewusst wird. Naja, ist ja nur eine kleine Rate und ist ja nicht viel und so. Und dann verliert man einfach den Überblick. Auf der einen Seite habe ich eine riesengroße Werbung, welche tollen neuen Sachen es gibt, und gleich daneben habe ich die riesengroße Werbung, wie ich das finanzieren kann. Und es wird mir suggeriert, dass ich mit einem Low Budget, mit einem Taschengeld mir teure Sachen kaufen kann und da nicht drauf zahle und dass das alles möglich ist. Als das damals dann mit diesen ganzen Schulden so war und ich dann nicht das Gefühl hatte, da nicht alleine rauszukommen, so das. War schon eine krasse Zeit. Das Fiese daran ist ja, dass den Leuten das Gefühl gegeben wird, wir sorgen uns um euch und eure Finanzprobleme. Also macht euch keine Sorgen, ihr könnt trotzdem konsumieren. Wir passen schon auf, dass das mit funktioniert. Also so eine richtig psychologischer Eiertritt nochmal, weißt du, weil im Grunde genommen ist es, wir kriegen euer Geld, was ihr nicht mehr habt. Im Grunde genommen geht's mir doch gut, weil ich weiß, dass es mir erstens nicht alleine so geht, sondern vielen anderen genauso. Und halt auch alle Leute so im Umkreis halt nicht viel Geld zur Verfügung haben. Es scheint halt nur so. Das ist gut, dass ich da hingegangen bin, dass ich mir diese Beratung geholt habe. Aline hätte ich das gar nicht auf die Reihe gekriegt. Also weil es auch einfach unmöglich ist wegen den rechtlichen Sachen und so. Und also als Privatperson kriegt man das mit den Gläubigern nicht so auf die Reihe, wenn man da nicht eine Schuldnerberatung an der Seite hat. Das ist wie freies Durchatmen. Also es ist total schön.